Willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, mit mir, Steffen. Ein neues Solo-Projekt von mir, nachdem Assassin's Creed zu Ende gegangen ist. Und ich dachte mir, Mensch, du magst South Park. Da kommt ein neues Spiel raus. Auch eine Empfehlung wurde mir gegeben dahingehend. Und jetzt spielen wir einfach mal South Park. The Stick of Truth. Oder auf Deutsch, der Stab der Wahrheit. Ja, fangen wir gleich ein neues Spiel an. Ja, ich hatte schon mal einmal kurz angemacht. Aber ich habe wirklich nicht gespielt, also ich spiele das Spiel wirklich blind. Und ich bin gespannt. Deep in the lands of Zara, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive, as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For a thousand years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the Drow Elf armies continue their attacks. They seek the human's most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the Drow Elves can manipulate his mind and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. Okay. Ja, wie ihr schon gemerkt habt, das Spiel spiele ich mit Absicht auf Englisch. Für euch, die nicht des Englischen mächtig sind, auch mit deutschen Untertiteln. Und jetzt geht's auch erstmal los mit der Einstellung. Mir fällt gerade ein, ich sollte vielleicht den Sound mal etwas leiser machen. Vielleicht versteht man mich nicht ganz so gut. Aber das können wir alles noch regeln. Ja, nicht ganz so blass. Was nehmen wir denn Schönes? Ja, das sieht ganz cool aus. South Park Chaos? Sich was Schönes Schwarzes. Könnte ich einfach ein T-Shirt anziehen und das schwarz machen? Ja, so gefällt mir das. Make-up brauchen wir nicht. Brillen brauchen wir nicht. Traurig. Well, I think that's everything. We did it, hun. We're really moved in. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? They won't look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Hey, champ. How do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but, son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Right. Get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark.
Yeah, we love you too. Ja, so ganz stimmt es hier mit dem Sound nicht. Aber vielleicht nur ein kleiner Fehler. Oh, hier ist ein paar Kinder, mit denen du spielen kannst. Inventar und Lager. Ach, das kann man hier ein bisschen Sachen bunkern. Okay. Komm ich jetzt wieder raus? Ah, Escape. Ach, jetzt mit links kann ich schlagen? Weil... Ah, so kann man hier andere Kinder anpupsen, ne? Das ist schön. Das ist gut zu wissen. Schön, den Schrank mal angefurzt hier. So, was können wir hier noch machen? Der geht nicht auf. Oh, hier, UPS ist auch dabei. Oh. War das hier? Ne, das war die Tür. Oh, den Schrank kann man aufmachen. Hey, hier sind doch hier die beiden Kanadier. Baseballkarten. Ich nehme mal alles mit. Alles mit. Soll ich mal gucken? Wir machen mal ein bisschen die Lautstärke runter. Muss ja nicht ganz so laut sein. Annehmen. So, mal auf hier die Tür. Ich war ehrlich gesagt überrascht, als ich das... Oh, die Tür brauche ich einen Schlüssel. Als ich das Spiel gehört habe, dass es das geben soll, dachte ich mir, ja, wird hier so ein doofer Abklatsch hier, irgendwie so ganz billig gemacht, das Spiel, was Kinder spielen will. Aber hat gute Bewertungen bekommen und mir wurde auch von einigen gesagt, dass es auch wirklich echt gut sein soll. Und daher spielen wir das doch einfach mal. Rostiges Rohr, alter Schwamm. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir finden. Ach, Toilette können wir auch nochmal gehen. Oh Gott. Jetzt will ich es nochmal machen. Jetzt habe ich es verstanden. Nein! Oh, nein, ich muss nochmal machen. Nochmal. Ja, jetzt schaffe ich es. Ey, schon wieder nicht. Ist doch unglaublich. Wir müssen einen Trick anwenden. Jawohl. Schön abgewurstet. Hat mir das jetzt was gebracht? Sollen wir jetzt duschen? Schön nass machen. Jetzt sind wir sauber. Dann können wir wieder rausgehen. Nee, hä? Bin ich nicht von da gekommen? Ach so. Die Tür ist in der Mitte. Lalalala, da sind wir hergekommen. Gehen wir mal nach unten. Wir sollen ja ein paar Kinder finden. Ah, ist cool gemacht, muss ich sagen. Kisten? Nein. Nein. Ja, wohnt die Harry Potter unter der Treppe oder so? Nee. Oh, das ist meine Mom. Ich habe noch gar keinen Namen, ja. Irgendwie. Go on outside, sweetie. Go on outside, sweetie. Ich mach, was ich will. Gesundheitstrank. Schwarzer Blendschutz. Habe ich jetzt hier ein Inventar? Auf I. Ah, cool. Muss jetzt... Ja, das ist klar. Aber irgendwie... Da liegt doch was. Nimm mit. Jawohl, $2. I need a dollar. Oh. Steht da natürlich. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Jetzt hat er uns rausgeschmissen. Oh. Was war das? Das sechstittrige Huhn? Oh, es taut anscheinend. No humans. Kommen wir hier hinter? Nee, da liegt eine Tasche, ich will die haben. J für Questübersicht. Ja, das habe ich ja gesehen. $7 haben wir. Komme ich hier nicht hinter? Brauchen wir irgendwas, um den Schnee wegzumachen anscheinend. Dann laufen wir mal ein bisschen durchs South Park.
Finden wir hier was Schönes? Ah, hier geht's hoch. Eine Kiste? Surferperücke. Erstmal mitnehmen. Alles mitnehmen, was wir finden. Wieder runter. Frosty, der Schneemann. You shall die by my Warhammer, Drow Elf. I banish thee to the forest realm. That way I banish you first. Haha, you can't hold out much longer. Help, somebody. I can't hold out much longer. Help! Hey, no fair. That's cheating. I'm gonna tell my mom. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Mensch, der Ding aber schnell. Naja, Butters hat da nicht große Ansprüche. Yay! Hey ihr alle, wir haben einen neuen, der mit uns spielt. Und er und ich sind Freunde, also wird ihn niemand ärgern. Now that we're friends, Butters! The Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Hilf Butters, haben wir gemacht. Folge Butters. Na gut. Dann machen wir das doch. Hey, where are you from? Where did you live before moving here? Ah, Linksschiff des Rennens. Like Colorado? Ah. Cooper Keep. All hail the Grand Wizard! So, you are the new kid. Your coming was foretold by Coldwell Banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Ach, Cartman, so geil. Shut up, Mom. Welcome to the kingdom of Koopa Keep. Stables. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Ach, Kenny. Sprich mit Cartman. Mal gucken, was er zu sagen hat. You've been sought out, new kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Na, den werden wir jetzt eingeben können, oder? Natürlich. Ich glaube, ich muss leider wirklich meinen Standardspielnamen nehmen, den ich immer habe. Daher kommt nichts drumrum. You entered Douchebag, is that correct? Are you sure you want to keep the name Douchebag? Very well, Douchebag. You will now choose a class. Fighter, Mage, Thief, or Jew? Ooh. Jew ist natürlich ansprechend. Was nehmen wir da? Ah, schwierige Frage. Nehme ich den Dieb oder den Fighter? Also, ich habe ja mal vor langer, langer Zeit WoW gespielt. Da hatte ich einen Paladin. Ah, Dieb ist natürlich auch cool. Ach, ich nehme den Kämpfer. Courage, honor and the ability to kick fucking ass. Ah, okay. You look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. A mage is like a wizard, only not as cool. Ach ja, ich bleib beim Fighter. Honor and the ability to kick fucking ass. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Wie geil. Also ich glaube, es war einfach wirklich egal, was man eintippt. Man bleibt einfach Douchebag. Would you like to see my wares, weary traveler? Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Na, wir hören uns mal die Tipps an. Don't waste your money on tips and rumors.
Das ist nicht wahr, oder? Nee. Jetzt habe ich mir $2 für nichts. Wir brauchen, als Krieger brauchen wir natürlich Waffen. Und ich sehe, wir haben eine sehr große Auswahl. Wir nehmen erstmal natürlich, können wir 2 Waffen tragen? Ah, a lovely purchase. Rüstung gibt's noch nicht. Feinheiten gibt's noch nicht. Waffenaussätze gibt's nicht. Gibt's auch. Also ich konnte nur eine Waffe kaufen. Gut. Was? Inventar. Ziehe ich die Waffe da rein, nehme ich mal an? Nee. Gegenstand anzunehmen, klicken mit der linken Maustaste auf das Kategorie-Symbol. Und liege dann doppelt auf den Gegenstand. Achso. Ah, zack, schon habe ich ein Schwert. Waffenschaden erhöht sich 2-mal im Rüstungswert. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde down, kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Ach, I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. Oh! Ah, man. Is that all you got? Oh my god, it's butters all over again. Okay, look, try putting your back into it at the last possible moment. Was? Wenn deine Waffe blinkt, klicke mit der linken Maustaste. Come on, fight! Ah! Ah, scheiße. Try again. Focus right before you strike. Nochmal. Jawohl. Oh, hell yeah, Clyde's your bitch. Alright, Clyde's wearing armor. In order to hurt him, I want you to hit Clyde as hard as you can. Mit der rechten, okay. Oh shit, dude, I think I see blood. Fucking nice, bro. It's exactly what you do to guys with armor like that. Okay, listen up. The key to surviving in battle is not to get hit in the bow. Clyde, it's your turn to attack. Douchebag, protect your bow. Mit der rechten Maustaste, wenn du die Anzeige zum Blockieren siehst. Prepare yourself. Ah, fuck. No, no, I said protect. Protect your bows. Nochmal. Die. Yeah, that's what I'm talking about. Dude, you're already way better than Clyde. Okay. Alright, it's time to use your heroic powers. Using your ability takes power points, or PP for short. PP. If you have a fucking better name for them, then fucking say it, Clyde! Fucking asshole! I'm the king, and I say it's PP! Douchebag, use your fighter ability to make Clyde pay for insulting the king. Ah, okay. Achso. Knochenbrecher? Und dann mit der linken. Ah, ja, gut. Dick? Hä? Dude, that was pretty lame. Try it again, dude. Hast alles getimed hier, ja? Didn't count. Ah, cool. Way to wipe that smile off his stupid face, douchebag. Now do it one more time. Finish him. What? I was going easy. Take this. Critical hit. Zack, schön blockiert. Ach, das kann ich nicht mehr machen. I dodged that. Jawohl. This is unblockable. Schön geblockt. Ja, ich hab den. Jetzt habe ich den Dreh langsam raus. Das kann ich immer noch nicht nehmen.
Zack, da war Clyde dahin. Dude, that was awesome! You were all like, bam, and Clyde was all like, nah, nah. Okay, okay. You prove yourself worthy, douchebag. Now come inside the war tent and I shall let you see the relic. Sieg! Ja, Leute. Das war's auch schon für den ersten Part von South Park, der Stab der Wahrheit. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel und bleibt dran im nächsten Teil von South Park. Und bis dann, wie immer, ciao!